Türme vom Schönblick. Und seine Mutter ist eine Tochter von Lodur vom Hausruckhof. Lodur vom Hausruckhof ist ein österreichischer Hengst, der in Österreich eine ganze Reihe von erfolgreichen Nachkommen gebracht hat, unter anderem WM-Teilnehmern. Und ja, die Mutter selber kenne ich nicht. Er ist jetzt der Storme, der ist 4 Jahre alt, also ganz leicht angeritten, ist ganz freundlich, ganz umgänglich, wird natürlich seine Probleme haben, hier auf der Bahn nun vernünftig gehen zu können, aber wir haben doch den Eindruck, er ist schon so weit, dass man ihn hier doch mal zumindest ansatzweise zeigen kann. Er hat recht leicht zu reitende Tölt, trotz der geringen Ausbildung. Ist Viergänger. Alles gut. Und wie gesagt, 4 Jahre alt, also ganz leicht erst geritten. Aber direkt auf Anhieb ein angenehm zu reitendes Pferd. Keiner, der nach vorne mit der Nase geht und gegen den Zügel weggeht, sondern direkt in der Haltung, so ein bisschen rund. Angenehmes Gefühl in der Hand. Wenngleich an seiner Haltung natürlich noch gar nicht dran gearbeitet wurde. Man sieht jetzt schon im schnelleren Schritt, dass da viel Tölt vorhanden ist. Und der Übergang in den Tölt ist genauso leicht, wie auch das eigentliche Eintölten von ihm nun wirklich ein Klacks war. Wenn er sich nicht so leicht hätte eintölten lassen, dann würde er auch jetzt noch gar nicht tölten bei uns. Dann hätten wir ihm auch mehr Zeit gegeben. Aber das war eigentlich alles ganz problemlos und einfach. Man sieht, da ist noch keine Sicherheit da. Aber auf der anderen Seite sieht man doch, dass da viel ziemlich taktklarer Tölt vorhanden ist. Und er wird von uns jetzt so ganz leicht weitergeritten. So 3-4 Mal die Woche maximal. Oder auch mal wieder, so wie jetzt kürzlich erst, mal eine Woche oder zwei, einfach mal wieder rausstellen, auf die Weide rausstellen, was laufen lassen und. Ja, man kann sich gut vorstellen, das wird ein ganz braves, leicht zu reitendes Pferd werden. Wie gut die Gänge dann später mal werden, das weiß ich jetzt nicht. Da hat also noch keine überragenden Dinge gezeigt, wenngleich zum Beispiel der Galopp hier eine sehr schön runde Angelegenheit ist. Aber überragend meinte ich jetzt so an besonders großen Weitenbewegungen. Und da wird er mir schneller, als ich eigentlich will. Das habe ich die ganze Zeit erzählt, dass es so brav ist und ruhig ist. Und jetzt fängt er das Rennen an, aber ich war schon wieder vorbei. Hat eben 4 Jahre alt und leicht eingeritten. Aber jetzt sieht man ja wieder, wie schön gelassen und rund er hier galoppieren kann. Und auch gerade eben, das war ja kein wirkliches Problem gewesen. Oh. Schwankt auf der Bahn, typisch Jungpferd, noch ziemlich hin und her. Gucken wir jetzt einen Trab irgendwo finden. Okay, denn eigentlich hat er einen recht leichten, leicht zu reitenden Trab, nur durch das Eintölten ist der Trab jetzt so ein bisschen zurückgedrängt worden, wie man sieht. Aber da ist auch wieder da.
Ja, wie gesagt, wie die weitere Entwicklung wird bei dem Pferd, das kann man beim Vierjährigen eher schwer sagen. Das kann mal ein ganz netter Viergänger werden. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass er jemals auch schwere Prüfungen laufen könnte mit stärkerem Tempo-Tölt. Aber so leichtere Prüfungen kann er bestimmt schön gehen. Er wird bestimmt schöne Dressuren gehen können. Er wird bestimmt ein ganz unproblematisches, sehr weich zu reitendes Freizeitpferd werden. Und daraus wird eigentlich auch schon klar, für welche Reiter er geeignet ist. Ja, der Reiter muss nicht viel Routine haben, der ihn weiterreitet. Ein bisschen schon, weil er eben doch noch sehr wenig gefestigt, logischerweise. Aber auch nicht sonderlich schwierig. Okay.